So, hallo erstmal. Freut mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen beim Sailor Moon Crystal Q&A Panel. Mein Name ist Davos, ich bin vom Sailor Moon German Team. Zusammen mit Kase Deutschland haben wir zwei Synchronsprecher zur Konnichiwa nach Kassel eingeladen. Heute zu Gast bei uns ist die Lea Kalpen. Und der Till Schwarzmeier. Hallo. So. So, Cecile von Casis, da würde ich auch kurz bitten, ein paar Worte zu sagen zum Panel. Ja, ist alles geplant. Ich sitze nicht an den Stuhl, so als ob es ein Stuhl gäbe. Ein Stuhl, ich hole keinen Stuhl. So, wir haben ja noch etwas Zeit. Guten Tag. So, möchtest du noch was sagen zu unseren Gästen oder zu unseren anderen Gästen hier? Oh ja, ich freue mich, dass ihr so zahlreich gekommen seid und ich freue mich, dass wir mal wieder die Ehre haben, bei Sailor Moon Stimme zu haben und ich freue mich insbesondere, dass wir mal jemanden von dem männlichen Cast dabei haben, weil die sind schwierig zu haben und wenn man einen hat, dann will man richtig aus. Also herzlich willkommen auf der Konnichiwa auch. Danke, Lea. Und ja, leg los. So, ihr kennt das Prozedere. Wenn ihr Fragen habt, einfach kurz aufzeigen. Und ja, dann werden schon die Fragen beantwortet. Wer mag die erste Frage stellen? Das ist immer so der Eisbrecher. Da, bitteschön. Nachher. Machen wir gerne noch eins. So, aber Fragen, was wollt ihr schon immer wissen? Bitte. Herr Schwarzmeier, Sie haben ja schon sehr früh mit dem Synchron angefangen. Ja. Männer haben ja einen schlimmeren Stimmbruch als Frauen. Haben Sie dann, mussten Sie zwischendurch aufhören oder konnten Sie weitermachen? Generell, das ist schwer mit dem Mikro. Generell ist es ein bisschen weniger geworden von der Arbeit, aber bei mir war es so, dass ich vom Stimmbruch her das ist alles so ein bisschen langsamer gegangen, deswegen gab es ja bei mir damals auch zum Beispiel die Umbesetzung bei Harry Potter. Der Stimmbruch kam einfach nicht und als er dann kam, kam er auch nicht wirklich wie so ein Bruch, wie es eben heißt, sondern es ist wirklich schleichend passiert und diese klassischen Piekser, die es bei Männern dann halt einfach gibt, gab es bei mir nur ganz selten. Das heißt, ich konnte schon weitermachen, aber da so eine Stimmbruchstimme auch schwer einzusetzen ist und schwer irgendwie zu fassen ist für eine Rolle, wo kann man das drauf besetzen, ist es deswegen weniger geworden, aber aufhören musste ich nie. Ach so. Also war es geplant, dass Sie Harry Potter weitersprechen, aber... Es war eigentlich geplant, ja. Aber ich klang einfach nicht mehr danach. Ah. Das ist oder, ja. es ist einfach so. Also ich habe mir selbst auch mal Jahre später irgendwann mal den Trailer zum dritten Film, den hatte ich damals sogar noch besprochen gehabt. Ich glaube, den kann man irgendwo noch mal noch sehen sogar. Und das passt einfach überhaupt nicht mehr drauf. Also es war schon richtig die Umbesetzung, es tat mir natürlich persönlich ein bisschen weh innerlich, weil als Kind kommt man nicht so leicht, auch als Erwachsener kommt man mit Umbesetzung nicht gut klar. Aber als Kind natürlich nochmal schwerer, aber so im Nachhinein alles richtig gemacht, muss man sagen. Oh ja, Danny Radcliffe, der war ja schon... Ja, Danny Radcliffe ist auch 2 Jahre älter als ich, glaube ich, deswegen war der generell von der Entwicklung halt 2 Jahre weiter. Ja. Cool, bitte. Wie bitte? Ich habe es nicht ganz verstanden. Vielleicht den Kampf von Flupita Power. Soll ich mich gleich mal losbrüllen? Ja. Anscheinend wird jetzt gebrüllt. Ich habe das Mikro schon weggestellt. Muss ich mir sagen. Ja, das wird jetzt passieren. Genau. 3, 2, 1. Wäre doch cool, wenn du einmal Jupiter Star Power Make-up sagen würdest. Alles klar. Okay. Jupiter Star Power Make-up!
Dank. So, wer möchte noch wissen? Ja, du sprichst die Sailor Jupiter in der Neuauflage von Sailor Moon. Da gibt es ziemlich viele Fragen. Möchte jemand, sonst fange ich mal an, aber hier, bitte. Entschuldigung. Die Sailor Jupiter im originalen Sailor Moon Anime hat eine sehr, sehr charakteristische Stimme, eine harte Stimme, eine mit großer Persönlichkeit. Hat man bei der Auswahl, beim Casting darauf geachtet, dass die Stimmen im Sailor Moon Crystal vielleicht ähnlich sind als im Original? Oder worauf wurde geachtet? Hatte das keine Rolle gespielt? Also doch, natürlich. Also wie jetzt genau die Auswahl da getroffen wurde, das hat natürlich der Kunde entschieden, gemeinsam mit Regisseur und so weiter. Ich glaube, es ging jetzt nicht darum, dass die Stimmen jetzt eins zu eins klingen wie die Originalbesetzung von der ursprünglichen Serie, sondern eher, dass die Stimmen irgendwie trotzdem zu den Charakteren der Sailor-Kriegerinnen passen. Und jetzt in dem Fall, weil bei Sailor Jupiter war es ja eh so, dass Veronika Neugebauer ja leider verstorben ist. Das heißt, da gab es gar keine Möglichkeit, dass sie ihre Rolle weiter spricht. Und dadurch war es klar, dass es umgesetzt werden muss, sollte es neu weitergehen. Und ich denke aber einfach, dass es eher darum geht, jetzt irgendwie, dass man so ein bisschen, also ich habe ja auch so ein bisschen dieses Kratzige in der Stimme oder so, dass es halt irgendwie so ein bisschen zum Charakter passt. Und jetzt, wenn jetzt eine ganz piepsige irgendwie Sailor Jupiter sprechen würde, das würde nicht passen. Genauso wiederum passe ich jetzt nicht auf Usagi oder so. Von daher, glaube ich, hat sich der Kunde dann letzten Endes, hat die Entscheidung getroffen, aber da haben sie sich schon viel Gedanken gemacht. Bitte. Was denn, schwer ist, Jupiter zu sprechen oder was leichter? Also ich habe versucht, mir irgendwie so Gemeinsamkeiten rauszusuchen, die Sie und ich haben, wie zum Beispiel gerne essen und kochen und irgendwie auch natürlich dieses, dass sie sehr für ihre Freunde eintritt, das ist was Schönes, das kann ich auch nachvollziehen und so. Im Nachhinein tatsächlich, jetzt seit wir, also uns war allen gar nicht klar, so wirklich in was für Fußstapfen wir da treten und das ist wirklich so eine ganz große Fangemeinschaft von Sailor Moon gibt. Man wusste, dass Sailor Moon berühmt ist, aber man hatte jetzt nie selbst sozusagen den Kontakt zu den Anime-Fans. Und von daher werde ich jetzt eigentlich immer nervöser, wenn ich jetzt weiß, also es geht jetzt auch bald weiter mit der Synchronisation, nächste Woche sogar schon. Und da wird es halt jetzt sozusagen immer interessanter, also jetzt sozusagen das zu sprechen, weil ich jetzt auch immer mehr merke, irgendwie, wie viel damit zusammenhängt. Und ich glaube, ich werde jetzt auch an die neue Staffel nochmal ein bisschen anders rangehen, irgendwie nochmal mehr mir Gedanken machen, wie die Rolle jetzt ist, weil man jetzt eben erst so richtig merkt, man wächst halt auch erst in die Rolle richtig rein. So, einmal von vorne. Wie viele Staffeln sollen denn jetzt noch gemacht werden eigentlich? Also das ist uns nicht genau bekannt. Es wird jetzt die dritte aufgenommen, aber wo die dann läuft und so weiter, also genau das weiß ich noch gar nicht, außer dass die Aufnahmen passieren. Ich weiß gar nicht, wie viele gibt es denn? Also in Japan sind die ersten drei ausgestrahlt worden mit Crystal und wir hoffen natürlich, dass es die vierte und fünfte auch bei Crystal geben wird, aber wenn es soweit ist, erfahrt ihr es auf unserem Blog. aber bis dato ist noch nichts bekannt. Okay, aber das gibt es nur bei Animex jetzt praktisch. Bisher gab es das nur, aber wie es weitergeht, wissen wir alle noch nicht. Okay. Denn ihr müsst euch vorstellen, der Auftrag kommt jetzt nicht durch Animax oder durch Cars, das läuft direkt über das Produktionsstudio Toei und die machen die Synchro und die verteilen es dann an weitere Endkunden. Wie die das machen, weiß keiner so genau. So, machen wir mal einmal kurz dort. Frau Kalken, ich muss gestehen, bei mir ist Sailor Moon schon eine ganze Weile her. Und zwar ist das die Erinnerung, dass du mit meiner besten Freundin in der Grundschule mal Sailor Moon geguckt hast, nach der Schule. Komm, mir bekannt vor, war bei mir auch so. Und daher ist die Erinnerung an Sailor Moon auch nicht mehr so aktuell. Aber ich dachte mir, es wäre nett, wenn Sie mal Ihre Rolle als Sailor Jupiter charakterisieren könnten. Was hat Sie für eine Rolle bei dem Team? Also ich glaube tatsächlich, dass jetzt die wirklich richtig guten Sailor Moon Cracks das noch besser kannten, das jetzt mal vorweg gesagt. Also Sailor Moon Jupiter, jetzt sage ich selber, gestern wurde ich darauf angesprochen, Sie sprechen ja Sailor Moon Jupiter, ich glaube, nein, das Moon ist falsch, jetzt sage ich selber. Sailor Jupiter, also Makoto, ist letzten Endes, die macht vor allem eine ziemliche Wandlung durch, wie ich das so sehe. Sie kommt natürlich neu an die Schule, hatte ja an ihrer alten Schule auch Probleme und sie ist halt immer schon jemand, der sehr, sehr stark war, sehr charakterstark war, aber nicht so ganz sich einzuordnen wusste und nicht ganz so wusste, wo gehört sie dazu. Jetzt kommt sie an die neue Schule und hat ja erstmal niemanden, ist auch in der Stadt irgendwie noch sehr alleine
und sucht natürlich Anschluss. Und ich glaube, in Usagi findet sie dann einfach eine sehr aufrichtige Freundin, die einfach, die natürlich total verplant ist und durcheinander durch den Wind, aber einfach irgendwie so herzensgut. Und da spürt sie halt auch, dass es sich jetzt gerade für diesen neuen Freundeskreis irgendwie lohnt, einfach ja, die Freundschaft zu pflegen, da einfach wirklich, sie merkt halt, das ist so ein Sinn im Leben für sie, irgendwie da jetzt Usagi zu beschützen und überhaupt halt da die Missionen zu erfüllen. Und dann ist sie eben privat eine sehr kreative Dame, die ja irgendwie sich nach Bastelshops interessiert, sie sich ja dafür in der Stadt und eben kocht wahnsinnig gut und alles wird immer besten weggefressen von Usagi. Aber auf jeden Fall ist sie, glaube ich, einfach eine, sie hat sehr viele Hobbys, aber sie ist auf jeden Fall so die, finde ich jetzt, die auf jeden Fall immer dafür sorgt, dass die Gruppe irgendwie da vorangetrieben wird und zusammen. Das ist jetzt so meine Einschätzung, aber es kann gerne ergänzt werden. Ja, richtig. So, nächste Frage. Machen wir hier vorne rein? Nee, die auf den Schultern. Achso, dann machen wir hinten einmal. Bitte. Nee, ich habe auch schon jetzt ist die Gelegenheit, jetzt oder nie. Aber machen wir mal hier und dann. Ja, sind Sie das erste Mal auf so einer Art von Messe? Haben Sie sonst so wie, sowas wie Pressetermine viel? Oder ist Synchronisation schon eher so, ich bin dann halt im Synchronstudio und danach passiert nicht mehr wirklich viel? Also, so Messetermine passieren ganz selten. Die Lea war auf der Leipziger Buchmesse schon eingeladen. Und da war ich auch zufällig. Als plus eins. Und dann wurde ich freundlicherweise auch hier eingeladen. Also für mich ist das erste Mal, dass ich eingeladen bin tatsächlich. Und ansonsten, wenn man halt spricht, dann spricht man das, macht seine Arbeit und dann warten keine Paparazzi vor der Tür. Und dann ist es eigentlich vorbei in dem Moment, ja. Also da ist jetzt, das hat nichts viel mit berühmten Schauspielern zu tun. Für uns ist das dann sowas, wo man, also hier wirklich so eine Messe, wo man dann erstmal mitkriegt, wie es wirklich ankommt, wie es die Fans aufnehmen. Hast du deine Arbeit so gemacht, dass es auch wirklich zufriedenstellend ist? Das kriegt man wirklich dann erst so mit, wenn man die Menschen vor sich hat. Ich glaube, es ist auch immer ein bisschen projektbezogen. Jetzt zum Beispiel bei Harry Potter damals, da hattest du ja viele Fernseh- und Radioauftritte und so. Also es kommt einfach immer darauf an, wenn es jetzt ein Projekt ist, wo die Öffentlichkeit, für das sie sich sehr interessiert, dann ist es natürlich nochmal mehr. Ansonsten, ich habe eine Facebook-Seite, eine offizielle, da werde ich öfter mal angeschrieben. Da ist dann auch irgendwie der Kontakt möglich, was eigentlich ganz schön ist. Oder so, aber letzten Endes ist es schon so, dass man den Job macht und jetzt nicht irgendwie ständig da geschafft in der Welt unterwegs ist. Gut, dann. So, da hinten war die nächste Frage. Der wird ja auch mein lieblings Reingang hier gut identifiziert, die Schlag und so. Und ja, das fand ich gut, als du die Rolle bekommen hast. Oh, ich habe mich sehr gefreut. Also, war richtig gut. Ich meine, so richtig, was dann passiert, das merkt man dann erst im Studio und dann kommt man der Figur immer noch näher und merkt immer mehr, also dass es irgendwie richtig, richtig was Tolles ist. Aber ich habe mich auf jeden Fall gefreut, weil Sailor Moon kennt natürlich irgendwie wirklich jeder, sogar Leute, die jetzt mit Anime nicht so viel am Hut haben, kennt Sailor Moon. Und ich habe es eben, ja, weil es ja auch schon so lange das Ganze gibt oder halt das Original damals, habe ich das auch früher halt immer gesehen und dann war das jetzt ganz toll. Ein bisschen schade ist, dass wir im Synchronstudio nicht die schönen Verwandlungen nachmachen, da hätte ich nämlich auch was drauf. Das finde ich immer noch, das sind immer noch die Highlights jeder Folge. Aber genau, nee, war eine tolle Sache und ich freue mich jetzt auch schon richtig auf die nächsten Aufnahmen. So, bitte? Achso, wenn man selbst erkältet ist, ist blöd, ja. Also, es ist, also so wie bei jedem, wenn er irgendwie erkältet ist, dann ist er erstens mal auch schlapp und so und bei uns ist es halt noch dazu, man hört es halt. Und naja, also manchmal kann man sagen, ja, vielleicht passt es gerade so zur Rolle, dass die so ein bisschen verschnupft klingt oder so, aber meistens eher nicht. Und dann ruft man irgendwie im Studio an und sagt, hey Leute, ich bin irgendwie erkältet, ich klinge irgendwie bescheuert. Dann sagen sie meistens schon beim Hallo so, oh, du bist krank, oder? Dann sagst du, ja, blöd. Und dann überlegen die halt und sagst halt, ja, keine Ahnung, meint ihr, das passt so, obwohl ich erkältet bin? Und dann
je nachdem, wie stark man dann erkältet ist oder so, kann man dann vielleicht noch arbeiten oder nicht. Aber wie gesagt, man ist ja auch körperlich fertig durch die Krankheit. Also das ist tatsächlich ein bisschen blöd. In einem anderen Job kann man sich immer noch zusammenreißen und sagen, es ist nur ein Schnupfen. Aber ein Schnupfen ist echt fatal. Und ich zum Beispiel bin mehr heiser als nicht heiser. Also mittlerweile gehört das, glaube ich, einfach schon so dazu. Aber ich wurde auch schon mal einmal aus dem Synchronstudio dann wieder nach Hause geschickt, weil es einfach keinen Sinn ergibt, weil man hört es und es ist schade, weil die Qualität darunter leidet. Man versucht dann alles noch irgendwie mit Nasenspray und irgendwelchen Tabletten und sonst was und versucht irgendwie zu überstehen. Klingt, als würden wir nach der Drogen nehmen. Man versucht dann immer noch, also Heiserkeit kann man noch besser überspielen oder manchmal ist es ja auch charakteristisch für eine Rolle, als jetzt Schnupfen. Und wenn jetzt eine Rolle eben wieder vorkommt, also das heißt immer, man hat Anschluss mit der Rolle, weil die eben kontinuierlich jetzt zum Beispiel eben eine Hauptrolle, die immer in der Serie wieder vorkommt, dann ist natürlich blöd, weil die kann nicht einfach mal anders klingen. Also bin ich immer sehr nervös, wenn ich wieder erkältet bin. Gut. Nächste Frage. Bitte? Ja. Kannst du am Kassé-Stand ergattern für 2,50 € oder du kaufst etwas Zeremoniges, eine DVD oder einen Kalender und dann kriegst du sie dazu gratis. Sehr, sehr empfehlenswert, muss ich sagen. Das ist echt lecker. Am Kassee-Stand. Nur dort. Und nur für diese Messe. Danach dürfen wir sie nicht mehr. Wo ist der? Der ist in dem Ausstellerraum am Haupteingang. Also ganz am Anfang. Ja. Dankeschön. Kann sich auch schön in Schreck stellen, Anne. Ja. So, bitte. Es gibt ja Rollen, wo man hauptsächlich Geräusche machen muss. Ist das dann sehr nervend? Hat man dann eigentlich gar keinen Bock drauf? Also bei John Schwarzmeier weiß ich zum Beispiel bei Community. Da müssen sie ja eigentlich. Ja, genau. Eigentlich nur diese zwei Worte. Immer wieder und den Apropos sagen. Ja, also Community ist ein gutes Beispiel, ich finde aber auch, dass Pokémon ein gutes Beispiel ist. Wie ihr vielleicht wisst, muss jedes Pokémon außer Pikachu im Deutschen synchronisiert werden. Und ja, das ist anstrengend, sage ich jetzt mal. Community war nicht anstrengend, da kann ich kurz erzählen, wie mir der Regisseur die Rolle erklärt hat. Er kam so zu mir und hat gesagt, ja, du hast eine ganz anspruchsvolle Rolle. du bist einer, der immer gut drauf ist und immer Party machen will. Und dann kam der Cutter von dem Hintergrund und sieht mich und macht Pop, Pop! Und das sage ich dann sagt schon der Regisseur nach hinten, sagt so, das ist dein Text. Dann sind wir ins Studio gegangen und wie gesagt, bei Pokémon, da hast du halt zum Beispiel, ich hatte jetzt Froxy und Apizel, habe ich da gesprochen, falls euch das irgendwas sagt. Und da musst du halt die ganze Zeit Froxy sagen. Dann stehst du da im Studio und sagst Froxy! Und dann sagt die so, der ist wütend und dann sagst du Froxy! Und dann sagst du, ja gut, also musst du halt mit dem einen Wort alles machen, was irgendwie an Emotionen in dem Pokémon drinsteckt. Oh, ja. Und ja, es. Ich bin Pumpkin unter anderem, so ein fettes Kürbis-Pokémon, das aussieht, hat so ein BH an, vom Team Rocket. Und das haben wir dann extra, weil das war davor, hieß es, wer kennt sich aus, wie hieß Pumpkin davor? Irbis. Ja, Irbis, sehr gut, sehr gut. Genau, und Irbis haben wir so ganz heiser, war das eben immer, und da bin ich danach total mit kratzigem Hals rausgegangen, weil er immer so Irbis, bis, bis gemacht hat und es war viel zu anstrengend. Und jetzt haben wir Pumpkin, der ist jetzt richtig doof, der hört jetzt einfach immer, das heißt, wir müssen im Studio auch immer selber die ganze Zeit lachen. Und dann heißt es aber, nee, der ist jetzt schon ein bisschen trauriger. Also generell mit den Geräuschen, das ist schon irgendwie eine witzige Sache. Man muss da, glaube ich, einfach, es ist ganz gut, dass einem nicht so viele Leute zuschauen. Genau. Also die Geräusche, die sind, wie gesagt, einerseits anstrengend und andererseits muss man echt auch manchmal sein Gehirn ausschalten. Also das Krasseste, was ich jetzt gemacht habe im letzten Jahr, oder vielleicht auch jemals an Geräuschen war, ich musste für so einen Zweiteiler, musste ich irgendwie eine Geburt sprechen. Oh Gott. Und das war krass. Also das war allem, weil ich jetzt noch nicht so erfahren bin in der Geschichte. Und dann stand ich da wirklich drin und dann habe ich auch gesagt, warum habt ihr jetzt mich dafür ausgewählt? Und dann hieß es halt wirklich, nee, und du machst jetzt Geräusche wie ein Tier. Und dann stand ich da und habe angefangen zu schreien und mir war es so peinlich. Und dann, aber weil man muss ja dann wirklich dann, ich meine, es klingt
halt lächerlich und es klingt nicht authentisch, wenn man es nur so halb macht. Das heißt, ich mache es jetzt nicht vor. man muss dann brüllen und ächzen und schreien und stöhnen und sich einfach nur denken, hoffentlich schaut einen danach jeder nochmal an. Aber es ist schon interessant, weil man muss natürlich einfach alles immer machen. Und irgendwie denkt man oft gar nicht, was dann auch irgendwie klappt an Geräuschen. Aber man darf sich echt da auf gut Deutsch nichts scheißen. Gut. Bitte. Habt ihr eine Lieblingsszene oder einen Lieblingssatz? Im Leben oder? Ja, genau. Es gibt ja so manche, die sagen, das ist mein Lieblingssatz, das ist mein Lieblings- oder das war ich ja nicht oder so. Ich persönlich habe keinen Lieblingssatz, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, meiner hat jetzt, glaube ich, auch keine charakteristischen Sätze, so wie irgendwie Make-up oder so. Der versagt ja eigentlich durchgehend bei seinen Aufträgen. Also wenn er am Ende so ein Mist sagen würde, dann wäre das vielleicht mein Lieblingssatz, aber er ist ja eigentlich dann immer nur zerknirscht am Ende und währenddessen sagt er immer, ich mache euch fertig und ja. Das ist ein bisschen schwer, spricht für sich. Oh, ganz viel Verschiedenes. Jetzt zum Beispiel, also was eine meiner Lieblingsrollen ist, weil das auch die erste war, ist eben von Phineas und Ferb, die Candace. Die, da apropos Geräusche, die hatte auch eine Menge anzubieten. das ist natürlich immer richtig witzig gewesen, das vermisse ich auch immer noch. Ansonsten, ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob jemand Finding Carter kennt, das ist auch so eine Serie, die im Disney Channel mal abends läuft, montags glaube ich. Ach, ja. Das hat auch sehr Spaß gemacht, weil das einfach vom Schauspielerischen natürlich sehr interessant war, weil die natürlich wahnsinnig viel Text hat und sich total weiterentwickelt und ich jetzt auch in dem Fall manchmal, also man fühlt sich auch mit manchen Rollen wohler als mit anderen, weil man sich manchmal einfach denkt, okay, entweder die ist einem vom Charakter ähnlich oder man findet die Schauspielerin gut. Und in dem Fall finde ich auch, dass es stimmlich tatsächlich mal passt, richtig gut. Da ist man sonst oft, manchmal denkt man sich, was, wieso jetzt ich? Aber genau, das heißt, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Also es ist viel, man vergisst es auch manchmal sofort wieder. Sollen wir mal googeln? ja, jetzt läuft so eine, naja, was heißt Lieblingsrollen, jetzt läuft so eine Telenovela, die heißt Zwei Luna. Die kommt jetzt jeden Tag immer auf dem Disney Channel, da sind viele Münchner Sprecher vertreten, weil es auch viele Rollen einfach gibt. Ich bin total das Blackout. Also es gibt diverse Sachen, auf der Synchronkartei kann man es nachschauen. Aber ich singe auch manchmal, das finde ich dann auch immer schön, wenn es jetzt Rollen sind, die dann auch singen. Zum Beispiel richtig coole Serie spricht der Tim dann We Bear Bears, das ist total witzig. Wen schwierig sprichst du? Ich bin der Panda. Oh, geil. Die Serie ist der Aufstar. So eine geile Serie. Eine der Lieblings- ja, Serie ist wirklich witzig. Dann der Tipp, falls jemand Rick and Morty kennt. Ja. Mhm. Morty. Morty ist schon vorbestellt. Sehr gut. Auch eine der besten Serien. Genau. Also, und ich finde es immer schön, wenn man dann eben auch noch, also jetzt muss ich nächste Woche dann wahrscheinlich wieder auch ins Gesangsstudio nochmal, weil ich bei den We Bear Bears eben da in einer Episodenrolle eine spreche, die dann irgendwie so ein Schlaflied für die Bären singt. Das macht dann auch immer Spaß. Also so, wenn es so vielseitig ist. Das heißt, sie synchronisiert gerade Staffel 2, höre ich da richtig raus, oder? Das könnte passieren. Das ist so rausgerutscht. Bei was? Bei den Bären, da sind auch schon zwei. Es ist immer, ich habe nicht immer den Überblick, welche Staffel das jetzt ist, weil bei uns heißt es immer noch so, also wir nehmen gerade Folgen auf, ja. Ob das Staffel 2 oder und oder 3 ist, es werden Folgen auf. Bitte. Ich habe das Gefühl, die ganzen Synchronsprecher werden alle für Pokémon rekrutiert, weil ich kenne schon viel, ich habe jetzt schon einige Sailor Moon Panels besucht und da ist die Sprache immer auf Pokémon gekommen. Ja, habt ihr mal gezählt, wie viel es gibt von den Pokémon, die sprechen? Da wird jedermann verbraten. Also ein Pokémon zu sprechen, da gibt es eben, allein ich habe glaube ich schon 6 oder 7 verschiedene Pokémon gesprochen. Und dann gibt es andere, die haben mehr oder auch weniger, also wie gesagt, es gibt so viele und teilweise kommen die auch irgendwie in einer Gruppe vor und dann müssen das 3 Sprecher auf einmal machen. Und ja. Machen wir das dann auch zusammen? In
der Kabine oder doch? Kommt drauf an. Also bei mir ist es bei Pokémon einmal passiert, dass da ein Pokémon in der Gruppe vorkam und das hieß Tarnpignon, hieß das, glaube ich. Dann habe ich wie Champignon. Das war ein Pilz-Pokémon. Also, kommt hin. Ja. Und da haben wir dann, das war aber nur zu zweit oder so, das waren irgendwie 10 Pokémon und da haben wir dann irgendwie 2-3 Mal aufgenommen und immer wieder Tarnpignon gerufen. Ja. Okay. Pokémon. So, nächste Frage. Bitte. Bei Frau Kalb. Hen. Weiß ich, dass sie schon viel gesungen hat. Beim Herrn Schwarzmeier weiß ich nicht genau. Ich war letztens in den Synchronsprecher-Panel, da war eine Synchronsprecherin, die hat, oh, ich hasse das immer, wenn ich singen muss. Ich kann nicht singen. Macht man das gern oder? Kommt drauf an, also ob man singen kann oder nicht. Also ich habe auch schon öfter gesungen für ein paar Sachen. Also zum Beispiel bei Pan-Zero, falls das jemand kennt, die Serie, das ist auch Disney-Serie. Da habe ich das Titellied auch gesungen und in der Serie wurde ab und an gesungen, habe ich auch alles gesungen. Es gibt renommierte Sprecher, die einfach überhaupt nicht singen können, aber die synchrontechnisch absolute Bombe sind und seit 40 Jahren alles auf und runter sprechen. Da fällt mir zum Beispiel ein Eckehard Belle, falls den jemand auch hier kennt, ja. Steven Seagal etc. Großartiger Sprecher, der bringt keinen geraden Ton raus, wenn er singen muss. Und sagt auch immer, will er auch gar nicht, muss er auch gar nicht. Also, wie gesagt, also uns macht Spaß. Mhm. Ist auch immer wieder eine andere Herausforderung natürlich. Im Gesangsstudio schwitze ich immer ohne Ende, weil ich mir immer denke, Gott, hoffentlich klappt das. Auf jeden Fall. Ist natürlich gern gesehen, wenn es jetzt klappt, wenn es die gleiche Stimme ist, die dann auch singen kann, aber es muss natürlich eine Qualität gewahrt werden. Und jetzt bei, ich sag mal, einer Serie hast du doch dann auch gesagt, jetzt soll es dann doch der Original, also jemand anders singen. Ja, genau. Undateable, eine Serie, wo ich auch eine Hauptrolle gesprochen hatte, hat mein Typ hat immer gesungen und wirklich unglaublich gut und hat jeden Ton so perfekt getroffen, habe ich auch gesagt, Leute, dubbelt mich einfach. Also ich hab gesagt, hört euch den mal an, das packe ich nicht. Also ich kann euch die Töne treffen und so, aber ich hab keine ausgebildete Gesangsstimme in dem Sinne und ja, steht noch auf der To-Do-Liste, Gesangsunterricht. Okay, so, nächste Frage, bitte. Ja, von der linken Seite, ja. Gibt es auch Synchronrollen, die ihr abgelehnt habt? Weil ihr euch gesagt habt, so... Ne, das mache ich nicht, das ist mir zu peinlich oder so, irgendwie der Achtenwald. Ich gerade. Zu peinlich war mir noch nie was. Also das war vorneweg. Sie haben Pokémon gemacht, also das. Wobei ich zum Beispiel jetzt bei Pokémon gesagt habe, so gut es geht, möchte ich keine Pokémon mehr sprechen, weil mir das einfach die Stimme zu sehr beansprucht und ich habe das Gefühl auch vielleicht irgendwie kaputt. Ich möchte keinen Hauptrollen-Pokémon mehr sprechen. Das ist wirklich, wo ich dann 3 Stunden im Studio stehe und wirklich nur rumschreie. Das habe ich nicht abgesagt, sondern ich habe meine Pokémon, die ich hatte, zu Ende gesprochen, bis sie sich entwickelt hatten oder eben aus der Serie draußen waren. Und dann habe ich gesagt, bitte das in Zukunft nicht mehr. Aber abgesagt habe ich nichts. Ich habe von vornherein gesagt, wenn irgendwas nicht. Also es gibt manche, in der Regel ist es eigentlich ja jedes Mal, muss man dem Ganzen, finde ich, eine Chance geben, wenn es eine neue Rolle ist, ohne da von vornherein irgendwie eine Meinung dazu zu haben, weil man es ja auch gar nicht wissen kann, weil es ja meistens unveröffentlichte Sachen sind. Aber es gibt manche Sprecher, die irgendwie sagen, sie sprechen jetzt nur noch ab so und so viel Takes, nur noch große Rollen, oder sie sprechen kein Ensemble oder so. Aber wir sind da jetzt eigentlich, glaube ich, relativ verträglich, weil ich das irgendwie auch blöd finde, wenn man da jetzt irgendwie so Allüren hätte oder sowas. Weil es gibt auch kleine, tolle, witzige Rollen und genauso große, die auch langweilig sind. Also von daher. Wenn ich Zeit habe und Arbeit da ist, dann habe ich Zeit. Genau, wenn dann da muss man manchmal was absagen, weil es einfach zeitlich nicht hinhaut und man hat schon zu viele Sachen in der Woche. Das ist schon passiert. Aber. Okay, so, bitte. An Lea. Du bist ja auch Moderatorin da in Charivari in München. Ja. Und jetzt verglichen mit der Synchronarbeit, wo liegt da mehr so die Passion dabei oder hält sich das die Waage oder was ist da der Unterschied dann auch so im Arbeiten? Passion würde ich jetzt gar nicht mich für eins unterhalten wollen. Also ich würde auf keinen Fall Synchron aufgeben wollen. Bei Radio bin ich jetzt noch frischer dabei. Also bei Charivari bin ich jetzt erst ein halbes Jahr.
macht aber auch wahnsinnig Spaß, aber man kann es so gut wie gar nicht vergleichen, außer dass man redet und dafür Geld bekommt, das ist beides. Aber letzten Endes ist es, beim Radio redet man ja als man selbst, das ist kein Schauspiel, da geht es eher darum, dass man einfach, ich finde es eigentlich immer das Bewundernswerte bei Moderatoren im Radio, finde ich, die ich irgendwie auch toll finde, dass man dann einfach sehr wenig Inhalt eigentlich dann noch rüberbringt, aber das auf eine tolle, lebendige Art und Weise, weil es gibt ja nicht immer in diesen kurzen Blöcken, in denen man spricht, hat man ja jetzt nicht immer so viel, also geht es ja gar nicht so in die Tiefe, soll es auch gar nicht, sondern man soll den Leuten einfach ein gutes Gefühl vermitteln und irgendwie so die Stimmung aufgreifen, die in der Stadt ist, an dem Tag, vom Wetter, was auch immer, und dann irgendwie Musik-News geben. Da bereitet man sich natürlich auch ganz anders vor. Im Synchronstudio geht man meistens hin und weiß dann erst, was genau passiert. Beim Radio bin ich 2 Stunden vor der Sendung da und schreibe mir in etwa auf, was ich sagen will, was könnte ich da heute, was ist heute wichtig an dem Tag und so. Also eine ganz andere Art und Weise. Und zum Beispiel beim Radio verstellt man ja auch die Stimme nicht. Beim Synchron hat man oft irgendwie Charge und ist dann plötzlich, weiß ich nicht, spricht eine Kuh oder weiß ich nicht irgendwie. und das von daher, also macht beides total Spaß und ich bin echt froh, dass ich beides auch machen kann, weil es ist natürlich super, dass man so einen abwechslungsreichen Job hat. Nächste Frage. Bitte. Und dann machen wir das. Ich war vorhin bei der Signierstunde von Franziska Friebe. Es waren leider ein bisschen wenig Leute da, weil es irgendwie falsch im Kontenbuch ausgezeichnet war. Und da hat sie so was wie ein kleines improvisiertes Panel gemacht und hat erzählt, dass halt ein bisschen schade ist, dass mitunter vor allem über die sozialen Medien halt nicht so viel Positives, sondern eher, wenn sich beschwert wird, dann Feedback kommt. Ist es bei Ihnen auch so, dass dann positiv, naja, mal 1, 2 und dann aber, wenn man irgendwas mal falsch gemacht hat, dann du kommt? Ich versuche da gar nicht so zu schauen, ehrlich gesagt, zum einen. Ich kenne es nur, dass man irgendwie, wenn man auf YouTube einen Trailer anschaut, der auf Deutsch ist, dass natürlich die Leute schreiben dann eher drunter, was soll denn der Schmarrn, wer hat denn den drauf besetzt, sind die alle taub oder so. Es ist natürlich eher so, glaube ich, generell auch von der Psychologie her, dass wenn einem was negativ auffällt, dass man dann eher irgendwie aktiv wird und irgendwie sagt, hä, ändert es, als wenn was positiv ist, sagt man eher, ja cool, hat mir gefallen und macht dann das Fenster zu oder sonst was. Aber schreibt nicht unbedingt, hey, hat mir alles sehr gut gefallen, weiter so mit der Arbeit, gibt es auch natürlich die Leute. Aber ich glaube, das liegt einfach in der Natur der Sache, dass das Negative im Internet einfach überwiegt, leider. Was schade ist, eben. Aber ich, also jetzt gerade bei Sailor Moon Crystal, da hieß es natürlich am Anfang, dass es sehr kritisch aufgenommen wurde. Und dann haben wir schon als Sprecher 1, 2 Mal in so YouTube, unter so YouTube-Videos gelurrt oder in so Blogartikel. Ich fand es jetzt persönlich, was ich jetzt gelesen habe, gar nicht so schlimm, außer bei manchen Rollen. Das war dann auch nicht ganz fair, finde ich, was da so geschrieben wurde. Aber ja, man sollte halt einfach versuchen, ja, nicht zu schnell zu urteilen. Und das machen leider viele schon. Und deswegen muss man da irgendwie drüber stehen und sich denken, wenn man jetzt nur. Also ich finde es immer schön, wenn die Leute dann drunter schreiben, irgendwie sachliche Sachen, also die halt einfach auch wirklich mit dem Inhalt zu tun haben und nicht mit so scheiße wie die klingt, muss die auch scheiße ausschauen, so ungefähr. Also weiß ich nicht, gibt ja wirklich, also die Leute haben ja null Respekt in den sozialen Medien, von daher. Also das ist jetzt nicht mir passiert, aber irgendwie habe ich es mal gelesen und war, ich weiß gar nicht mehr, bei irgendeinem ganz anderen Projekt und dachte mir so, alter Schwede, das muss halt echt nicht sein. Genau. Bitte. Für ein Projekt jetzt? Ja, oder? Zum Beispiel, weil jetzt gerade bei Sailor Moon Crystal sind, also die Rolle als Hüpfertopf, wie lange standen Sie da? Das kommt immer drauf an, also in der Regel ist das schwierig zu sagen, wie lange eine ganze Folge dauert, weil man kommt ja ins Studio und man hat seine Takes, die sind teilweise verschiedene Folgen hintereinander, weil man halt immer nur die Ausschnitte macht, wo die Rolle auch vorkommt, logischerweise. Und genau, von daher, meistens sind die Termine nicht länger als 4, 5 Stunden am Stück, das ist dann nämlich schon viel. Also das sind, da sagen wir dann auch eigentlich oft bei einer Rolle, sollte es jetzt nicht noch länger sein als irgendwie so ein halber Tag. Und dann, man als Sprecher, man ist oft irgendwie bei 3, 4 verschiedenen Jobs am Tag oder so und fährt dann von einem zum nächsten und ist dann da 1 Stunde, da 2, da 3, da 1/2. Aber insgesamt, ja, ist schwer zu sagen immer. Ja, also an einem Projekt sollte man am Tag nicht länger, meiner Meinung nach, als 4 Stunden arbeiten. Ich hatte das einmal eben bei Undateable, bei der Serie, die ich vorhin schon angesprochen hatte. Da ist der Sprecher am Nachmittag ausgefallen, eben wegen Schnupfen, was wir auch schon vorhin hatten.
Und dann haben sie mich halt gefragt, ja Tim, hast du heute Nachmittag Zeit, zufällig kannst du noch weiterarbeiten, und zufällig hatte ich dann den Nachmittag frei und dann haben wir wirklich von 9 bis 18 Uhr versucht dort zu arbeiten. Und also wirklich, ich kann von 9 bis 18 Uhr, ist kein Problem, wenn ich an zwei Projekten arbeite, aber wenn du an einem Projekt arbeitest, das schwirrt dir irgendwann so der Kopf, weil du bist die ganze Zeit in dieser einen Rolle drin und der quatscht und quatscht und quatscht ohne Ende und irgendwann kannst du dich einfach nicht mehr konzentrieren, einfach auf das, was da passiert, weil es irgendwie in der Serie ist es ja irgendwie auch immer das Gleiche, auf anders verpackt auch ein bisschen dann, und das war halt auch eine Sitcom, ja, da passiert dann auch irgendwie immer das Gleiche im gleichen Umfeld und was irgendwie immer das Gleiche. Deswegen, da braucht man schon die Abwechslung, um wirklich zu 100% bei der Sache sein zu können. Ja, klar. Wie lange haben Sie ungefähr für eine Staffel gebraucht? Also ich habe jetzt gerade mitbekommen, dass Sie eigentlich das fließend machen, weil Sie Staffel 1, Staffel 2, was dauert das? Bis man eine Staffel jetzt zum Beispiel aufgenommen hat. 13 Folgen. Ein paar Wochen. Also meistens wird das in Blöcken wiederum gemacht. Dann heißt jetzt Folge 1 bis 8 und dann Folge 9 bis 13 oder so. Was nicht unbedingt gleich viele Sachen sind, aber egal. Auf jeden Fall wird es in Blöcken aufgenommen. Ich weiß, wie kann man das denn sagen? Das ist immer schwierig, weil man kriegt immer nur seinen Part mit. Aber man kann jetzt schon sagen, für einen normalen Spielfilm von morgens bis abends eine Woche. Oder? Ist das nicht so, dass ihr ungefähr... Kommt immer wirklich drauf an. Also es gibt halt da wieder verschiedenste Beispiele. Wenn in einem Film viel geredet wird, wird er halt auf zwei Wochen aufgenommen. Und dann gibt es so eins meiner Lieblingsbeispiele. Da gab es, glaube ich, vor ein paar Jahren einen Film mit Kevin Costner, Robert Redford. Einer von den beiden. Ich glaube Robert Redford. Nee, egal. Einer von denen, das war so ein Film, wo er nur auf dem Schiff war und irgendwie nur Mist passiert ist. Und der ganze Take hatte der ganze Film hatte 27 Takes und wir nehmen normalerweise um die 30 Takes die Stunde auf. Ja, das heißt, der ganze Kinofilm hatte 27 Takes. Das war halt, keine Ahnung, eine Arbeit von 1 bis 2 Stunden. 2 Stunden, wenn sie sich richtig, richtig Mühe gegeben haben. Ein normaler Film dauert halt 1 bis 2 Wochen. Und ich denke, so eine Sailor Moon Staffel, 13 Folgen, ich glaube schon 2 bis 3 Wochen. Also 2 Wochen auf jeden Fall, 2,5 bis 3 Wochen würde ich jetzt eher sagen, weil eine Folge kann nicht unbedingt komplett am Tag aufgenommen werden. Wenn jetzt in einem Projekt irgendwie zum Beispiel Kinder vorkommen, dann gibt es da ja auch Auflagen, wie lange dürfen die am Stück, und da ist es eh oft, dass man irgendwie, dass der Aufnahmeleiter ist, der das immer disponiert, was man jetzt am Tag macht, welche Rolle wann kommt und so, und da so Listen quasi macht Diskurs. Und da heißt dann gleich, also dass man die Take-Zahl schrumpft pro Stunde, damit die einfach mehr Zeit haben zum Beispiel. Da ist es dann vielleicht manchmal nur 15 Takes die Stunde, und jetzt bei Profis oder bei Erwachsenen eben, die es schon lange machen, sind es dann teilweise über 30. Also so, wird es dann auch immer gemacht. Auch vielen Dank. Gerne. So, bitte. Also bevor ich zu meiner Frage komme und wo gerade diese Thematik gefallen ist, erstmal ein großes Kompliment. Gerade für die Generäle habe ich sehr, sehr viel Lob immer gehört in den Medien, denn die Generäle ist nur in Sailor Moon. Sailor Moon wird immer so ein bisschen abgestempelt wie für kleine Mädchen oder so. Aber die Generäle sind nun mal auch wirklich gestandene Männer, und dass da auch wirklich kernige Stimmen dahinter stecken. Das war schon ein großes Lob, was ich gehört habe. Und gerade bei Jupiter, also bei Makoto, da war, denke ich, auch vorher die Erwartung riesig groß. Da gab es sehr viele, die gesagt haben, ob das überhaupt hinhauen kann. Aber da kam dann schon bei diesem Special auf KZ, glaube ich, lief das, dieser Special Gruß, wo jeder Synchronsprecher einmal seine Rolle so gesprochen hat und gesagt hat, ich bin Lea, ich spreche die Jupiter. Ja, ja. Und da kam schon sehr viel positives Feedback rüber und sehr viele, die gesagt haben, ja doch, das kriegst du schon hin. Also erstmal dafür ein sehr großes Lob. Dankeschön. Dankeschön. Und jetzt zu meiner Frage, gibt es irgendwelche besonderen Rollen oder irgendwelche Schauspieler, wo man sich denkt, oh, den möchte ich unbedingt mal sprechen, oder wenn ich da bin, dann komme ich wirklich nach Hause mit so einem fetten Grinsen und sage mein Leben lang, ja, den habe ich auch mal gesprochen. Gibt es da irgendwie besondere Menschen? Gab es bei mir schon. Es gibt einen Schauspieler, der bei Pane mitgespielt hat, der heißt Sam Claflin, den habe ich in 2 Filmen gesprochen. Ihr wisst, was ich meine. aber in 2 Indie-Filmen und ein ganz, 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 ganz grandioser Schauspieler in meinen Augen. Bei Panem fand ich ihn ganz gut auch und so, habe ich ihn aber leider nicht gesprochen. Den habe ich, wie gesagt, nur in 2 Indie-Filmen gesprochen. Das heißt, es wird schwer, den für mich zu behalten. Aber da bin ich echt jedes Mal mit einem Grinsen nach Hause gekommen, als ich den sprechen durfte. Das war echt,
mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Das ist halt dann immer subjektiv und manchmal auch schade, weil das ist zum Beispiel sogar ein Freund von uns, der den jetzt auch spricht und die haben sich das... Das ist halt dann, da muss man einfach drüber stehen, weil manchmal wird dann halt der eine angerufen, dann der andere und eigentlich ist es ja schöner, wenn es die gleiche Stimme immer ist. In dem Fall war es die Vermutung einfach, Panem ist halt bekannter, das heißt mehr Leute kennen es so und der Regisseur entscheidet dann oft irgendwie, wenn es jetzt so ein Schauspieler ist, der so aufsteigenden Ast ist und noch nicht eine Feststimme hat, irgendwie wer jetzt pro Projekt vielleicht besser passt. Ich fand jetzt persönlich, dass du wahnsinnig gut auf den Schauspieler gepasst hast. Und ja, und dann ist es halt einfach, da muss man halt dann einfach, sind auch wir eben oft dann nochmal erstaunt, okay, manchmal nehmen die auch in Berlin was auf und rufen einen dann an und dann fährt man nach Berlin dafür, manchmal kriegt man auch erst danach mit, dass es jetzt schon passiert ist, da hat man leider nicht so die, Affinity. Ich habe genau. Ja, genau. Ja, aber die Filme waren Love, Rosie und? Riot Club. Genau. Und welche Rolle hat die? Was ich wahnsinnig gerne mal sprechen würde, außer natürlich, auch meine Feststimme wäre natürlich toll von irgendeiner guten Schauspielerin, die immer mehr Filme macht, aber ich hatte wahnsinnig Lust, mal in einem richtig coolen Animationsfilm eine Hauptrolle zu sprechen. Also irgendwas völlig so, jetzt mal ein Beispiel für eine Nemo, da zum Beispiel so eine Rolle wie die Dory ist ja grandios. Also sowas zu machen. Also ich möchte auf keinen Fall die Dory sprechen, weil die ist schon perfekt besetzt. Aber einfach irgendwie, ich finde gerade bei so Animationsfilmen hat man natürlich, was so das Stimmliche irgendwie angeht, kann man so viel machen und so witzig. Man auch zum Beispiel Sid aus Ice Age finde ich eine Wahnsinnsrolle und so cool. Also sowas in der Art, da hätte ich mal richtig Lust drauf. Ja. So, bitte. Wie schafft es ein Synchronsprecher eigentlich, eine Feststimme von einem US-Schauspieler oder anderen Schauspieler zu werden? Glück. Tatsächlich einfach Glück, weil man weiß nie, welcher Schauspieler groß wird, welcher nicht. Dann musst du den, solange er noch klein ist, am besten in vielen verschiedenen Sachen gesprochen haben. Und dann musst du noch das Glück haben, dass in München und Berlin angekommen ist, dass du gut drauf passt und dass die dich dann noch weiterhin drauf besetzen und Glück. Also manchmal die Schwierigkeit zwischen den Städten, weil die Kommunikation, genau, die man sich manchmal noch ein bisschen besser wünschen würde, dass auch irgendwie dann, die denken sich dann oft, ach Mensch, die Münchner, die kommen gar nicht extra hoch, was gar nicht stimmt, oder wir wiederum machen was in München und das liegt dann oft an den Leuten, die das planen, dass die manchmal nicht genau gucken, wer hat den schon gesprochen, manchmal auch schon, also in der Regel schon eher, aber ja, ah. Und da muss man halt immer selbst so ein bisschen hoffen. Ja, dann hätte ich eine ergänzende Frage dazu. Kann es also auch hilfreich sein, wenn Fans dieser Stimme, zum Beispiel auch, wenn es auf einmal umbesetzt wird, sei es der Regisseur, der Auftraggeber, denkt nicht dran, dass diese Stimme schon mal jemand anderes hatte, wird neu besetzt. Es ist einfach ein Fehlgriff gewesen, was dann die Kritik dazu auch benutzt wird, nimmt man das auch wahr, also dass man das auch umsetzt, dass man die Endkunden dann auch, also zum Beispiel, also zum Beispiel die Stimme, das war ja schrecklich, die Umbesetzung, und das gab ja auch einen Aufschrei, hat es dann auch mitveranlasst, den alten Sprecher irgendwie so zurückzuholen, das meinst du, gibt es da auch? Die Fans können sehr, sehr viel bewegen, also hat ja bei Sailor Moon, glaube ich, auch geklappt. Ja, mit der Sabine. Als Fangemeinde kann man ungemein viel bewegen, wenn es im Vorhinein rauskommt, dass das dann umgesetzt wurde oder im Anime, das glaube ich schon, aber wie ist es im Film? Wie ist dann die Macht auch so, dass man wirklich... Wenn es schon gemacht wurde, oder? Ja, wenn zum Beispiel schon gemacht wurde, dass die Macher dann irgendwann doch wieder sich besinnen, wieder die alte Stimme nehmen. Ja, man kann es nie garantieren natürlich, aber es ist auf jeden Fall schon so, dass die Kunden und die Firmen sich das, glaube ich, schon anhören, weil sie wollen ja letzten Endes, dass die Produkte dann gekauft werden und wenn jetzt alles verweigert zum Beispiel, ich habe jetzt nur wieder so ein Halbwissen, aber irgendwann war doch auch mal was mit Johnny Depp Sprecher oder irgendwas? Ja, da haben sich doch die Fans total quergestellt und dann wurde der doch auch, wurde dann irgendwas. Achso, nein, das war was anderes. Der hat, wollte eine Vergütung... Bei Tribute von Frank? Nee, bei Flug der Karibik. Der eigentliche Johnny Depp-Sprecher David Nathan wurde umbesetzt für den ersten Flug der Karibik, weil er die Komik des Charakters anscheinend nicht so rübergebracht hat, wie sich der Kunde das vorgestellt hat. Und dann wurde Markus Off war es, glaube ich, auf den Johnny Depp besetzt und hat es ja großartig gemacht in den ersten drei Filmen. Und die Filme sind ja so erfolgreich gewesen, dass er dann gesagt hat, wieso kriege ich eigentlich nur so, also
wenig Geld letzten Endes, weil wir werden ja nicht nach dem Erfolg des Films bezahlt. Dann hat er gesagt, das wäre doch eigentlich nur fair, wenn wir auch eben dem Erfolg entsprechend bezahlt werden. Hat das halt geklagt und dann hat der Disney-Konzern halt gesagt, wenn du uns verklagst, besetzen wir dich um. Und da in so einem Fall zum Beispiel hilft es natürlich schon, wenn die Fans dann auch dahinter stehen. Also aber man kann es jetzt natürlich nie garantieren, aber es ist gut, wenn die sich auch äußern. Ja gut, man kriegt das aber auch zu spät. Mit wir ja zum Teil der Sprecher auch, das ist es ja. Man erfährt also, dann, Mensch, der Film mit dem Schauspieler wurde jetzt in Berlin aufgenommen. Ja, blöd, genau. Bei Enrico Richter war das ja auch der Fall bei Tribute von Panem. Also der Peter, einer der Hauptfiguren spricht, wurde ja im letzten Teil dann auch umbesetzt. Mhm. Ich habe die ganze Zeit nur im Kino gesessen und geweint. Also mein Vater hat die ganze Zeit gehört, wie das ist eine andere Stimme. Aber ja, das ist schade, ich habe also in dem Moment erst gewusst, wo ich im Kino saß. Ja, das ist eben auch schwierig. Also da muss man aufmerksam im Internet sein und umherforsten, aber so wirklich eine Anleitung gibt es da halt auch für uns nicht. Nee, leider nicht. Ja, ich habe eine Anschlussfrage. Ich war auf dem Sailor Moon Panel vor 2 Jahren, wo es eben um die Besetzungen ging mit der Frau Bohlmann. Mhm. Und die Fans wollten, dass sie die Rolle spricht. So viel dazu, dass Fans was bewegen können. Aber hieß es nicht von Seiten von Toei, dass in allen Sprachversionen des Sailor Moon Crystal die Sailor Moon die Originalstimme sein soll? Das kann, glaube ich, der Star Wars am besten beantworten. Es ist so, wenn wir uns die japanische Fassung anschauen, ist die Sailor Moon gleich geblieben. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich oder Amerika, wo es kam, wurde es grundlegend neu besetzt. Okay. Und so ist der Kunde Toei auch zu euch damals ins Studio gekommen und hat gesagt, alles neu, alle Jungen, alles soll neu sein. Und klar, für uns Fans gehört Sabine dazu. Und wir haben einfach daran appelliert, so, hey, liebes Toei, ihr sagt, es soll wie im Japanischen sein, original. Warum auch nicht den Hauptcharakter wie im Original beibehalten? Und das war so ein großes Argument, plus natürlich ihr Fans, die da mitgezogen haben, dass es da war. Aber in anderen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich, Amerika oder so, wurde die Sailor Moon neu besetzt. Was natürlich auch schade ist, aber auch für die neuen Stimmen auch eine Herausforderung ist. Gut, das hat auch mit allem zu tun. 60 sind mit 20-Jährige. Also das Amerikanische muss man dazu sagen, die hatten auch ein anderes Sailor Moon gehabt wie wir. Ja. Von dem her war es ganz gut. Sie hatten noch 3 Sailor Moon-Sprecherinnen. Aber ich meine auch von der Story her, ich meine Serena und alles abgewandelt und gecuttet. Und sie haben ja endlich, ich meine, die Amerikaner hatten ja nicht mal eine 5. Staffel gehabt wie wir zum Beispiel. Deswegen war es jetzt in dem Sinne nicht schlimm, dass sie neu besetzt haben, weil sie auch eine komplett neue Serie bekommen. Genau, Amerika war was anderes. Ja, das ist was ganz anderes. Ja, aber das sind dann auch nicht was genau wirklich hinter verschlossenen Türen. Es ist auch sehr viel Absprache mit Naoko Takeuchi, bei Crystal vor allem, der Erfinderin von Sailor Moon, die wird sich dabei auch gedacht haben. Und ja, das ist alles eine große Maschinerie im Hintergrund. Ich würde auch vielleicht was dazu sagen. Ja, bitte. Wir sind ja wirklich ich möchte auch, also ich verstehe die Aufregung, wenn ein Cast neu besetzt wird. Im Fall von Sailor Moon Crystal lässt sich das, glaube ich, relativ gut begründen, weil das ist ein Reboot, das ist ein neues Design, das ist die Serie wird neu erzählt, besonders enger am Manga. Und das heißt, ich kann Toys Entscheidung, das umzubesetzen, sehr gut verstehen, weil das ist richtig ein Neustart, ein kompletter Neustart, auch was die Stimme betrifft. Und ich würde gerne, also ich verstehe die Aufregung der Fans, wenn man die bekannte Stimme nicht mehr hat. Auf der anderen Seite, Sailor Moon wurde vor 20 Jahren auch neu besetzt. Ne? Da war Sabine Bohlmann und dann Ines Gunther und alle, also keiner ist gestorben und alle haben die Serie auch gemocht. Insofern, da würde ich appellieren, dass die Fans ihre Enttäuschung zwar kundgeben, das ist in Ordnung, aber fairerweise erstmals und dann den neuen Sprecher eine Chance lassen, sich zu etablieren und sich also in die Rolle hineinzuwachsen und der Rolle wirklich neu zu verkörpern. Weil aufgrund von so einem Flitzen von 2 Sekunden zu urteilen, die ist scheiße, das ist nicht fair. Also Frustration und Trauer, okay, aber eine Chance geben und warten und gucken, was daraus wird. Und versuchen, wie gesagt, die Distanz zu nehmen und gucken, okay, das ist nicht die Stimme, die ich kenne, aber passt das ganz objektiv?
ja, eigentlich passt. Oder okay, nee, ich kann mich richtig gar nicht damit anfreuen. Und dann, gut, dann kann man nicht allen zufriedenstellen, das ist mir klar. Aber bei Sailor Moon hat das einigermaßen gut geklappt, aber es ist auch wahr, dass manche Sprecher, wenn sie so einen Shitstorm bekommen, sie dann auch sagen, tut mir leid, das mache ich nicht mehr mit, keine Anime mehr. Und ja, also das ist der erste Punkt. Also bei Sailor Moon kann man das richtig gut verstehen, warum das umgesetzt wurde. Und, ja. Genau. Gut, wir haben noch 5 Minuten, wir haben noch Zeit für 1, 2 Fragen. Bitte. Eigentlich eine Frage, die immer bei den Synchronsprecher-Panel kommt, eine Anekdote oder was richtig Merkwürdiges, was sie mal machen mussten. Also wir hatten zum Beispiel schon jemanden, der Ertrinkende machen musste und dann so ein kleines Schwimmbecken mit im Synchronstudio hatte oder jemand, der aus Versehen auf einen Junge besetzt wurde. Haben Sie auch sowas schon durchmachen müssen? Ja. auch schon ewig her. Ich weiß auch gar nicht mehr den Namen vom Studio, aber da war ich auch irgendwie auf einem Anime besetzt. Und am Ende des ganzen Animes kam raus, dass meine Rolle eigentlich ein Mädchen ist. Das wusste aber keiner. Das wusste aber keiner dort und ich wusste das auch nicht. Und dann irgendwann so, du übrigens, deine Rolle ist ein Mädchen. Und ich war irgendwie 10 oder 11 und das war mir komplett peinlich. Da stand ich mit hochrotem Kopf irgendwie im Studio und das. Ich war arschgefühlt, aber es war halt schon. Als 10-, 11-Jähriger ja, war nicht leicht für mich. Ja. Ich muss jetzt nochmal länger überlegen. Jetzt habe ich ja vorhin schon von dieser Geburt erzählt. Das hätte ich jetzt nochmal anbringen können. Das war auf jeden Fall echt was Krasses. Da bin ich auch. Ja, also es sind halt irgendwie interessante Sachen. Zum Beispiel. Ich habe mal in einem Film jemanden mit Down-Syndrom gesprochen. Und das ist auch sehr anspruchsvoll, weil das einfach, du hast doch auch mal jemanden. Ich habe auch mal, stimmt, jetzt wo du sagst, ich habe auch einen mit, der im Rollstuhl saß, der auch wirklich behindert war und dort mitgespielt hat. Das war richtig schwer, da haben sie auch viele Leute getastet. Der konnte nicht richtig reden, der musste genau. Die Hand immer so oder so. Und das ist halt schwierig, weil es ist ja was, ja. Weil es muss, es muss gut klingen, ohne dass die Leute denken, der klingt ja, als wird jemand. Behinderte verarschen und das ist auch das ist so ein schmaler Grat, weil ja. Es klingt natürlich nicht ganz normal, wie wenn jetzt andere sprechen, aber es ist trotzdem, soll es auch nicht überzogen sein und dass man das dann irgendwie so sich da reinversetzt, ohne eben gleich diese Behinderung zu haben und dann zu wissen, wie sich das anfühlt, das ist auch sehr anspruchsvoll, macht aber natürlich auch Spaß oder ansonsten, also ich habe es auch gehabt mit Rollen, man ist auch schon manchmal echt wirklich fertig aus dem Studio gekommen, also ich habe zum Beispiel eine gesprochen, ein Mädchen, das irgendwie einfach vergewaltigt, entführt wurde und dann bist du da irgendwie, oder bei Game of Thrones eine, die wurde auf bestialische Art und Weise ermordet, die wurde erst irgendwie mit Pfeilen erschossen und dann noch von Hunden zerfleischt. Das war auch so, da kam ich dann halt rein, morgens eigentlich ganz gut gelaunt, hab dann eine Dreiviertelstunde nur geschrien, geweint, gestöhnt, gebettelt, gefleht, geschrien, geweint. Und dann bin ich da rausgekommen und ich versuche ja schon, wenn es eine traurige Rolle ist, auch selbst irgendwie mich reinzuversetzen und weinen dann schon auch echt, also dass das echte Tränen sind und so, das ist schon irgendwie so, finde ich, der, es macht jeder anders, manche machen das auch nicht und haben irgendwie Technik, aber ich finde, dann kommt es halt für mich zumindest am authentischsten rüber und das nimmt einen dann schon mit, also weil man muss sich ja dann erstmal so eine Stimmung versetzen und dann braucht man auch manchmal ein paar Minuten, um wieder so in die normale Welt zu kommen, fast wie wenn man in einem Kinofilm ist, der einen total mitgenommen hat und dann merkt man erst wieder, okay, es ist doch alles gut. Das ist schon auch immer interessant, aber macht es natürlich auch spannend. Aber man muss dann halt schon, wenn man da ist, auch manchmal Sachen sprechen, wo man sich denkt, boah, das ist schon heavy irgendwie. So, ich glaube, hier war noch eine letzte Frage, oder? Ja. Wie ist das denn an beide jetzt gerichtet? Gab es irgendwie schon mal so eine Situation, wo man jetzt so von dem einen Projekt zum anderen huscht und dann steht man im neuen Projekt und dann fängt man auf einmal an, mit der Stimme vom alten Projekt nochmal zu reden? Oder zeigt das irgendwas Unprofessionelles oder lacht man dann einmal kurz drüber und dann ist vorbei, oder? Generell wird viel gelacht, also das ist mir jetzt noch nicht passiert. Mir ist das auch noch nicht passiert. Aber ich habe mir aus Versehen, glaube ich, von der, also ich weiß nicht genau, ob die Candace die Rolle hat, ist das Lachen? Nee, ich habe mir das Lachen von der Candace manchmal angewöhnt. Die hat doch oft so ein blödes Lachen, die gemerkt, dass ich das auch privat irgendwie nachkomme. Moment! Also so rum, ja, dass man von den Rollen, also jetzt nicht immer, aber bei der, die habe ich halt, glaube ich, auch über 7 Jahre gespielt.
gesprochen und da habe ich so ein bisschen was. Es hat so oder so ganz gut gepasst. Man hat ja dazwischen eben immer noch kurz Zeit oder muss eben vom einen Studium ins andere. Ja. Und dann redet man dazwischen und das ist ja eben auch der Beruf des Synchronsprechers, sich wirklich in kurzen Momenten von einem ins nächste zu versetzen. Und dann gehst du irgendwie aus dem Studio raus und dann, bei mir ist das so, hast du die Rolle meistens irgendwie schon abgeschüttelt. Manchmal hängt dir eben irgendwie noch was nach, wenn es richtig ernstes, trauriges war, dann hast du irgendwie vielleicht noch eine Schwere im Magen, aber dann gehst du ins nächste Studio und sprichst den ersten Take und dann bist du in der Rolle drin. Also aber mir fällt noch was ein, es gibt diese Kinderserie, die heißt Little Charmers, und da habe ich eine von den kleinen drei Charmers gesprochen. Die Luna-Sprecherin von Sailor Moon Crystal, die spricht übrigens auch eine von den anderen, und die Misi. Und da war es dann so, dass der Regisseur, der eigentlich so eine total tiefe Stimme hat, aber wir sind halt die ganze Zeit reden, wie so, halt immer so, ja, oh Mann, können wir jetzt da hin? Und so halt immer mit so einer hohen Stimme. Und dann hat der Regisseur, der die ganze Zeit das gehört hat, hat dann plötzlich aus Versehen uns immer die Regieanweisungen auch mit so einer Piepstimme. Was ist jetzt nochmal, rede ich denn jetzt? Das war auch ziemlich witzig, da bin ich auch immer verarscht damit. Der Heiko hat dann immer nach ein paar Malen hat er dann selbst immer irgendwie eine Oktave höher gesprochen. Zauberstern. Ach stimmt, Zaubersternchen heißt das auf Deutsch, ja. Aber die Zielgruppe ist ein bisschen jünger. Ja, etwas jünger. So, meine Lieben, wir haben schon eins, das Panel ist leider vorbei, aber es geht gleich weiter. In einer halben Stunde beginnt die Autogrammstunde, dafür müssen wir alle den Raum wechseln. Wir müssen dann einmal runter und dann links in den Workshop-Raum 3, glaube ich. Ja, ja, nickt, also richtig. Ja, ich sage danke an euch, danke, dass ihr da wart. Danke an unsere Gäste. Applaus